Unsere Aktion für Menschen in Armut. Habt ihr auch schon mal euren Kleiderschrank geöffnet, die Kleidung gesehen, die ihr gar nicht mehr anzieht und die Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die Kleider brauchen könnten? Genau deswegen haben wir dieses Projekt gestartet. Wir haben Flyer selber gestaltet, gedruckt und in den Klassen verteilt. Darauf standen alle Angaben gut erklärt. Wir haben viele Spendenunternehmen angerufen, hatten dann beim Roten Kreuz am meisten Erfolg. Wir haben Kleidung auf dem Pausenplatz Süd gesammelt. Viele Schülerinnen und Schüler und Lehrer haben Kleidung gespendet. Mit dem Zug sind wir an einem Freitagnachmittag an die Kronenstraße gefahren, da sich dort das Rote Kreuz befindet. Als wir dort waren, haben wir die Kleider abgegeben und gefragt, in welche Kriegsgebiete die Kleider kommen. Und sie sagte, dass die Flüchtlinge es persönlich abholen. Wir hatten die Kleider abgegeben und sind wieder nach Stäfa gefahren. Schlussendlich haben wir unser Ziel mit voller Freude erreicht und konnten alles, was wir geplant haben, durchführen. Als wir in der Schule waren, haben wir eine Dokumentation geschrieben. Wir haben unser Projekt mit Freude gestartet und mit Freude beendet. Wir haben diese Aktion gestartet, weil wir wollten, dass alle Menschen gleichberechtigt werden. Durch unsere Aktion haben wir gelernt, dass wir Menschen mit kleinen Dingen eine Freude bereiten können.